Hallo und herzlich willkommen zu einer wieder mal stattfindenden, ja, Omsi-Tour sozusagen. Allerdings nicht mehr auf dem Betrieb, den ich ja beim letzten Mal hatte, sondern fahren wir mittlerweile, das kann ich ja gleich einmal zeigen, erstmal einen Schichtplan. Wie lange fahre ich? 90 Minuten. Nehme ich erstmal die Karte BAT Berlin, Grefahrt, funktioniert bei mir nicht. Ruhrgebiet könnte man machen, aber ist nicht so meine Ecke. Und außerdem ist die Aussprache da, die einige Fahrgäste verwenden, auch nicht so gerade meins. Und BRT Berlin ist ja wesentlich moderner als Spandau. So, jetzt wird was geladen. Und dann schauen wir mal, was wir da an Touren so bekommen werden, ne? Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Man braucht doch wieder relativ lange. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er soweit fertig... Ja, da ist er ja schon, gut. Zu viel gesabbelt, zu viel gesabbelt. Viermal auf der X1-X1. Zweimal M29, 110... Zweimal die Linie 115. Wie spät haben wir es jetzt? Viertelstunde. X10 um 22.10 Uhr, also 10 Uhr, 10 Minuten nach 10. Ja, das kann man machen. Gut. Den Fahrplan habe ich jetzt angenommen, ne? Ja, jetzt zweimal auf der 110, dann kommt nochmal X10 dazu. Ist ja schon relativ zur später Stunde. Muss ich nur noch mal kurz mal gucken, nicht, dass ich irgendwelche Rechnungen offen habe. So heißt übrigens momentan der Busbetrieb, mit auf dem ich unterwegs bin, Grefahrt Bus AG. Keine offenen Rechnungen offen, gut. Bin für diesen Busbetrieb schon einige Male schon gefahren. Glaube ich, ist mittlerweile jetzt schon anderthalb Wochen müssen das ungefähr sein. So, dann gucken wir mal, ob eins der Fahrzeuge da ist. Da nehme ich einen Mercedes-Benz Hamburger Stadtausführung, und zwar Modellreihe HHA 2013 müsste das Fahrzeug sein, ja. KB27 habe ich auch zuletzt bewegt, sehr schön. 63 Fahrgäste, noch nicht knapp genau das, was das Fahrzeug an Kapazität hat. Laut Hamburger Hochbahn dürfen in diesem Fahrzeug Maximum wie viele waren das noch? Knapp, Maximum, also bei einigen steht drin, dass sie 100 Fahrgäste drin haben dürfen. Einige dürfen bis 105 und andere sogar nur bis, was war das niedrigste? 98, was ich gelesen hatte. An der Tafel oben, wo dran steht, wie viele Fahrgäste in den Fahrzeugen mitfahren dürfen und nicht und ja, so weiter. Also bräuchte ich da, muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten, wenn ich da, wie gesagt, was dran machen möchte. Wenn Omsi fertig geladen hat, melde ich mich dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann reißen wir mal den Bus hier an. Oder schmeißen wir besser eins von beiden. Anreißen, anschmeißen. Wie man es auch gerne nennen möchte. So, Motor ist an. Wunderbar. Ihr könnt es vielleicht hören. Ich höre es nicht so gut, aber ist ja auch egal. Gut, einmal Licht. Heller, das ist dunkler. Gut. Gut, automatischer Fahrplan, Linie 110, 2020, Umlauf 1. Von Herzallee Richtung Roteneck, von 21.06 bis 21.23 Uhr. Jo, dann nehmen wir das Ganze einmal hier an. Einmal Kassenautomat reintun. Die es ja bei der Hochbahn neuerdings ja auch nicht mehr gibt. Fahrernummer 54341. Eingabe, PIN. Eingabe, warten. Und dann kommt jetzt nochmal die Dienstnummer 206.
7, 3. Weiter. Prüfticket einmal rausnehmen. Umlauf Nummer 1 eintippen. Bestätigen. Abfahrt. Innerhalb von 15 Minuten. So. So, dann haben wir das einmal alles. Einmal Scheibenwischer an. Bremse rein. Gang, Handbremse lösen. Dann stelle ich mir kurz mal die Uhr vor. Wann sollten wir nochmal starten? 21:06. Und wir haben es jetzt. Oh, scheiße. Stelle ich schon mal auf 20:59. Und dann fahren wir schon mal an die Starthaltestelle ran. Sehr schön. Und jetzt der erste Fahrgast. Wahrscheinlich haben das schon einige mitbekommen, andere wahrscheinlich nicht. Dass man das fährt, auch wahrscheinlich auf meiner Stimme, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber es wird schon wieder. Wird es schon wieder auf dem guten Wege, besser zu werden. Einmal wieder laden. Das dürfte nicht so lange dauern. Oder nur ein paar Minuten. Ah, da kommt er schon. Oh. Sehr schön. Fertig geladen. Ach, sind keine Fahrgäste mehr da. Gut, dann können wir weiter. Können wir losfahren. Auf den Berliner Karten fahre ich immer gerne mit etwas Verfrühung ab, weil man sonst nicht pünktlich an der Endhaltestelle rankommt. Speziell wenn in Spandau ist es gerne. Wenn ich immer hier zum Beispiel auf der Linie 130 von Ruhleben aus starte Richtung Nervenklinik und pünktlich zur Startzeit, also wann der Bus dann sozusagen die Haltestelle Ruhleben, U-Bahnhof Ruhleben verlässt, habe ich sehr gerne das Problem, dass das Fahrzeug dann eben halt an der Nervenklinik meistens 2 bis 3 Minuten Verspätung hat. Manchmal, wenn es ganz schlimm kommt, sogar noch mehr. Und deswegen fahre ich eben halt einfach etwas früher auf Berliner Karten eben halt los. Bisschen ruckelt ist, 4 GB Patches drin, habe auch schon so weit herumgetüftelt, um es einigermaßen flüssig zu bekommen. Der Scheiß ist noch aktiv. Kurz mal gucken. Ja, der sich wieder aktiviert, dieser Dreck. Du sollst rausgehen, Herrgott, nochmal. Reagiert der Scheiß wieder nicht. Warte, vorspulen. So, 7 Minuten. Gut, jetzt ist noch keiner mehr da. Gut, dann geht's weiter. So.
So, wo will der jetzt? Keine Ahnung, wo der hinfährt. Aber ich fahre ja hier ohne Kollision, weil die Berliner bauen ja relativ sehr gerne häufig und früh Unfälle. Fahrradampel. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Ah, Kurfürstendamm. Sehr schön. Ja, das passt doch mal. Sehr schön. Können wir gleich durch. Und ich fahre immer noch mit Tastatur. Nach meiner Meinung nach relativ einfach zu fahren. Hallo. Nur jetzt müssen wir erstmal wieder warten. Bis wir hier die Erlaubnis bekommen, hier wieder durchfahren zu dürfen. Das ist das, was ich nämlich meine. Aus irgendeinem Grund haben hier in Berlin immer noch die Autos relativ viel Vorrang, obwohl ich ja hier warte. Jetzt kommt die Meldung, dass ich die Türen schließen darf. Und dann fahre ich jetzt hier die Haltestelle mit Maximum 20 Minuten Verspätung ab. Wunderbar. Was für eine wunderbare Verkehrswende. Bisschen hin und her zu schleudern, was die Fahrgäste ja dann auch wieder relativ große Freude bereitet. Ne, keiner dabei, der eine Fahrkarte haben will. Bisschen schneller fahren als erlaubt, weil sonst haben wir keine Chance, die Verspätung irgendwie wieder reinholt. Hallo. So. Guten Abend. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Alles. Dann geht's auch schon wieder weiter. Ja, 50. So, dann sind wir jetzt hier wenigstens wieder hinter der Haltlinie. Und schon geht's wieder nach vorne.
wenigstens sich ein bisschen an die Verkehrsregeln zu halten. Das ist aber relativ sehr wenig. Guten Abend. Abend. Einen normalen Fahrschein. Ah, einen normalen Fahrschein. 10 Pfennig zurück. Mir aber auch nicht. Alter Golf. Das ist auch noch ein weiterer Grund, was mir am BRT Berlin auch noch so schön gefällt. Sie haben neben diesen hässlichen neuen Seifenautos, so wie das Seifentaxi da drüben, auch alte Fahrzeuge mit. Ich mich hier dran noch sehr gerne, sind mich sehr, sehr erfreut. Zwar sind es leider nur noch das, noch der alte Golf und der alte Sprinter davon. Ansonsten sind es nur noch Seifenautos. Der Regen zu fahren ist echt scheiße. Hallo. Abend. Oh, da kommt ja eigentlich nichts. Hallo. Gleich einmal die Fahrkartenkontrolle einfach starten lassen. Hochmeisterplatz. Ab der Haltestelle müssten eigentlich auch noch ein paar oder relativ viele Fahrgäste mit einsteigen. Nach meiner Erfahrung hier. Und dann können wir die Fahrkartenkontrolle eigentlich starten lassen. Hallo. Ne, 4 Fahrgäste. Und eine Kurzfahrt. Eine Kurzfahrt. Verkauf. Wunderbar. Nun mal sehen, wie viele schwarze Schafe wir hier zusammen haben. Wie viele schwarze Schafe. So. Sesener Straße.
weiß nicht, vielleicht haben es einige gesehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht noch einmal, es geht ja 30, 22 Uhr bis 6 Uhr, 30 bis 30 Stundenkilometer, muss ich hier erst ab 22 Uhr fahren. Dreiviertel Stunden davor sind, darf ich hier noch schön mit 50 entlang brettern. Und diese Chance nutzen wir natürlich noch aus, ne? Ja, jetzt weiß ich noch nicht, wer jetzt erst fahren darf, ne? Ups, da wollen noch einige raus. Entschuldigung. Ah, jetzt geht's zu. Einmal wieder ein Geisterfahrer mit dabei. Besser als gar nichts. Weil sie ja da vorne hingepackt. Ach, wenn ich hier ein bisschen schwer hinzu schreibe, ob die City-Stimme perfekt ist oder die andere, dann wäre es so schwer abzuschließen. Aber ich bin da auch kein Berliner. Zurück Richtung Hatzallee und dann auf der Linie X10 in Richtung Kent oder irgendwas runter. Einer weniger. Eldersburger Straße. Weiter.
bei der Retour. Da müsste ich dann wahrscheinlich mit blöden 30 jetzt lang gehen. Oder besser gesagt, relativ viele A dabei sind. So, die mag ich mir vorlassen, weil das hier ist eine etwas gefährliche Kreuzung hier. Hier ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist schön. So. Das dann auch für die Fahrgäste, die dann an eine eigentliche Endhaltestelle warten, aber unbedingt mitfahren wollen, nur weil sie zu faul sind, bis zur nächsten Ampel zu laufen und ein Zebrastreifen oder was? Ich habe mal gehört, dass die Berliner zwar relativ faul sind, U-Bahn zu fahren, gehen sie dann lieber zu Fuß, aber um irgendwo anzukommen, dann nehmen sie lieber den Bus oder sowas. Ne? Meine Fresse. So, 17 Fahrgäste, wird dann zwar jetzt ein bisschen dauern, bis das Fahrzeug noch leer ist. Die Rücktour haben wir dann um 10 Minuten. So, dann gucken wir uns das Ergebnis mal an und dann fahren wir gleich weiter auf der 110 wieder zurück Richtung Herzallee. Pünktlich jede Haltestelle angefahren, keine Unfälle, nur 3 Tickets verkauft, knapp fast 10 Euro, wenn man es aufrundet. Fahrscheinverkauf, ja, noch nicht so gut, weil ich es ja auch händisch gemacht habe, aber dafür macht es wesentlich mehr Spaß, als das über die Tastatur zu machen. So, ein bisschen Geld verdient. Die nächste Schichtzuweisung antippen. Na los. Komm. Jo, da ist er ja. Perfekt.
Gut. Ich bin dann gleich wieder kurz da. Geh einmal kurz mal trollern. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ciao, ciao. So, da bin ich dann wieder. Und dann geht's auch gleich sofort weiter. So, dann können wir die ersten Fahrgäste eigentlich auch schon wieder reinlassen. Tag, Tag. Vier Fahrgäste. Immerhin etwas, ne? Vielleicht warten hier oben. Rosenegg, Holzhollern oder wie die Straße da nochmal heißt. Hohenzollern-Damm, aber. Oh, vielleicht warten da ja noch einige. Seit wann hält der eigentlich da? Egal. Ach, das ist ja... Ja, jetzt weiß ich wieder. Falsch gedacht. Und die Musik ist mir etwas zu laut. Könnte sich ja YouTube da wieder leider darüber aufregen. So, gut. Dann drücken wir schon mal weiter vor. Bis die Ampel da oben vorne wieder geschlossen hat, rund zu werden, ist die Zeit ja auch schon weiter runtergeschritten. Nee, eigentlich nicht. TF. Welches Bundesland hat TF? Meine Fresse. Wahrscheinlich wieder so ein Kaff vor Berlin oder sowas. So schön. Aber die olle Zicke da vorne in dem gelben Tütü oder was das nochmal eben war oder was für ein Scheiß auch immer. Die wollte keine Fahrkarte kaufen, sie wollte nur eine extra Runde drehen. So eine Scheiße. Elbersburger Straße. So tun, als ob sie hier wichtig ist, dieses olle Missstück. Stück Seife stellt sich auch wieder ein hier quer. Meine Fresse, ey. Dinger werden immer hässlicher. Mein Gott. So. Ah, da kommt gerade. Da kommt die schon ganz schnell nutzen. Der LKW quetscht sich hier auch wieder durch das Wohngebiet. Sehr nette Abwechslung, hatte auch einmal noch Lust. Für die Leute, die wahrscheinlich schon eher ins Bett gegangen sind, die auch nochmal auf den Sack zu gehen. Das war gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Könnt ihr auch ruhig abbekommen. Ja. Und wieder einer, der links abrum will. So. Dann kommt Hertha-Straße. Hertha-Straße. Das Berg runter mit Berlin. Was für eine sehr leckere. Eigentlich müsste die Haltestelle nicht Hertha-Straße heißen, sondern Hertha-Tal. Einmal kurz stecken. Einmal kurz stecken. Dankeschön. Noch jemand? Oder? Ach, dann wieder.
Golf 2 sollte ich da stehen, oder? Ja, den Golf. Golf 1 gab es nicht als zwei Türer, oder? Weiß ich nicht. Vier Türer meine ich. Ich muss schon sagen, sehr schönes Fahrzeug, aber solche Autos haben wir leider heute nicht. Fahrgäste hier, meine Fresse. Guten Abend. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Ach, zwei Fahrkarten habe ich schon mal drin. Sehr schön. Aber das dürfte dann wahrscheinlich vielleicht auch dabei sein. Einige, die noch eine halbe Stunde kommen. Vielleicht ist hier noch was. Nur was mit Arbeiters. Und da könnte vielleicht noch jemand sein. Schönen guten Tag. Guten Abend. Etwas zu weit. Da steht auch kein Auto, sehr schön. So, wieder vorwärts gehen können, oder? Perfekt. Fällt hier wahrscheinlich wieder so viel Wasser, dass die Berliner auch wieder absaufen wird. Adenauer, vielleicht so ist es. Da
Ja, aber ja, auch auf dem Internet viele Fahrgäste. Ja, wenn ich das Konsole hätte, wäre ich eben eingerastet, aber da ich ja ohne Konsole fahre, hat mir die Fälle relativ gut gemacht. Im Fall fährt man hier lieber. Okay. Einmal Hallo. Schüler, bitte. Hallo. Meine Schüler fahren heute. 80 Pfennig. Ein normalen Fahrschein, bitte. Normal. Mehr Fahrkarten als gedacht. Ich habe noch drei Fahrgäste mehr. Wie heißt es ja so schön? Hinterher ist man immer. Mal ein bisschen vorrücken. Was ist der Ampel hier? Sehr schön, ne? Dann haben wir dieses blöde System hier so ein bisschen im Rücken. Funktioniert auch mal wieder gar nichts. Aber jetzt. Eine Fahrkarte, bitte. So viele Tickets habe ich da schon. Nein, eine Fahrkarte. Das müssen jetzt schon sechs Fahrkarten müssen das sein. Hallo, einmal normal bitte. Einmal normal. Dankeschön. Ich würde jetzt doch so gerne noch eine Fahrkarte. Sind bestimmt jetzt noch einige mit dabei. Aber das ist uns leider nicht gegeben. Diese 11 Minuten kriegen wir zusammen. Ein schon auf die Fahrt. Und jetzt kommt wieder die Oma halt mit dem Platz. Trifft auch wieder viele dabei. Anfangen wieder. Jetzt geht es weiter aus.
U-Bahn steigen? Das können wir so nicht sagen. Dass ich es mache, die Möglichkeit besteht, aber wie gesagt, es ist eine 50-50 Chance, dass ich von hier aus mit der U-Bahn weiterfahren kann. Ist es auch relativ ungewöhnlich, auf einer Busspur zu parken. Ja, aber wie gesagt, die Berliner machen eben das, was sie wollen. Damit haben wir jetzt den zweiten Umlauf auf der Linie 110 jetzt durch. Gucken wir uns jetzt noch einmal schnell das Ergebnis an. Fahrscheinzufriedenheit 90%. 8 Fahrkarten haben wir verkauft. Sehr schön. Pünktlichkeit sowieso bei allen Haltestellen mit drin. Ist doch eine sehr schöne Zahl. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt hier erstmal Ende von Teil 1. Und wir sehen uns dann gleich im Teil 2 wieder. Wenn wir auf der X10 Richtung Telto oder irgendwie sowas fahren, ne? Naja, gut. Bis gleich und bis denn. Tschö, tschö.